Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Servus Martin. Hallo Martin. Hey, heute haben wir da gute Nachrichten, da oder? Da kommt noch was. Da kommt noch was. Haben wir klar, oder? Ja. Also, was hat sich da die Woche im Staat Österreich? Ja, sie sparen bei der Bildung und das, die Sozialarbeiter und die Pädagogen und so, da werden einige Millionen weggekürzt. Im Schulsektor? Im Schulsektor, hunderte Stellen. Du, unser Sparpaket, reines Gold, 21 Kilo. Haben wir vorige Woche schon weggekürzt. Naja, und gleichzeitig geben es 22 Millionen für die Kabinette der Minister aus, damit die zum Beispiel Fotos machen für Instagram. Na gut, das ist aber ein gutes Investment. Was? Wie kommst du auf das? Bitte, Martin, wer benutzt Instagram? Na, die Jugend. Eben! Das ist politische Bildung. Das heißt, gut investiertes Geld. Meinst du das jetzt ernst? Ja! Na okay, gehen wir zur nächsten Nachricht. Übrigens, so unfähig kann es gar nicht sein, dass du nicht nachher doch einen Top-Job kriegst. Also der nicht wirklich begabte Finanzminister Schelling ist jetzt bei der Gazprom. Und das ist ein Hoffnungsschimmer. Wieso? Für wen? Na, für den jetzigen Finanzminister. Der hat gerade erst angefangen. Wieso braucht der jetzt schon Hoffnungsschimmer? Naja, so kompetent ist der auch nicht. Wie sagt man so schön? Time will tell. Genau. Und, was war die Woche beim Trump los? Ja, fangen wir mal mit einer Story, die nicht unbedingt Trump-spezifisch, aber doch USA Schwerpunkt hat, nämlich es hat eine Riesendemonstration, 800.000 Menschen sind auf die Straße gegangen in den USA für verschärfte Waffengesetze. Beeindruckend. Und auch die Reden, die gehalten worden sind. Also, das wirklich Beeindruckende ist ja, dass das Ganze initiiert und angeführt wird von Kindern und Jugendlichen, vor allem von den Parkland-Schülern. Und das ist diese Gonzales, das ist ja der absolute Oberhero. Und das ist einfach unglaublich stark, was die da auf die Beine stellen. Und der Trump hat das natürlich auch anerkannt und hat gesagt, ja, also er ist total begeistert darüber, dass diese Jugendlichen ihr verfassungsmäßiges Recht wahrnehmen. Hast du gehört, was er in der Zwischenzeit gemacht hat, während die das gemacht haben? Nein. Er ist nach Florida geflogen und hat Golf gespielt. Ja, aber das ist sicher ein Euphemismus für wichtige Staatsgeschäfte. Na, sagen wir es einmal. Du, er muss was richtig machen. Weil? Weil CNN, Trumps Feindsender Nummer 1, ja, hat eine Umfrage gestartet, um mal zu wissen, wie beliebt ist er eigentlich, und der Trumpi. Und was für Minuswert ist da rausgekommen? Da täuscht dich, mein Lieber. Warum? Plus 42%. Echt? Das zweithöchste Wert seit Amtsantritt. Ich verstehe das nicht. Doch, ich auch nicht. Und vor allem nicht wegen der nächsten Story. Weil, was war noch? Ja, wir wissen ja alle, der Trump hat, bevor er Präsident war natürlich, ein Lotterleben geführt. Bevor? Er war den Frauen, bin mir sicher, jetzt ist Präsident, aber keine Zeit mehr oder sowas. Okay. Er hat ein aufregendes Liebesleben gehabt. Playboy Bunnies, Pornostars und die Daniels, wie heißt sie nochmal? Stormy Daniels. Mhm. Die hatte jetzt ihre 60 Minuten Fame gehabt. Mhm. Ein großes Interview gegeben, wo sie erzählt, wie es ist mit Trump. Ja. Und dann ist so Dinge, die wollen wir eigentlich nicht wissen. Wollte gerade sagen. Aber trotzdem ist es. Anyway, sie hat erzählt, der Trump hat es damals gesagt, wenn sie meinen Hintern versohlt hat. Okay. Das nennt man Spanken. Okay. Habe ich gelernt. Und das Störende an dem Ganzen ist, und da kommen wir wieder auf die 42% der Buchlore zurück. Hm. Er hat gesagt, wie sie an den Hintern verdreht hat, das ist so schön. Du erinnerst mich dabei so an meine Tochter. Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Oh boy, und was haben wir gelernt die Woche? Viel. Yes. Wir haben gelernt, dass es sich auszahlt, hartnäckig zu sein. Dran zu bleiben. Kreativ zu sein. Und es zu probieren. Richtig. Weil was ist passiert die Woche, Martin? Komm, sag's. Ja, sagst du. Was sagst du? Na komm. Wir kommen in die Heute. Yes!
Wir berichten nicht nur über die Heute, wir werden Teil der Heute. Und Sie haben das auch geschrieben am 28. Du hast das gesehen? Die beste Schlagzeile, seit ich heute lese. Wir kriegen auch Kolumne in der Heute. Das ist so geil. Super. Hast du gut gemacht, Martin. Du auch. Und übrigens, was? Dürfen wir das von dem zweiten TV-Sender auch schon? Bis jetzt noch nicht gesprochen. Noch kein Unterschied. Vielleicht kommt noch was leider. Aber vorerst müsste ich einmal mit unserer Kolumne in der Heute. Und ich meine, wir werden natürlich auch bei Heute TV mit unserer Sendung ankünftig auch ausgestrahlt. Das wird cool. Das ist so geil. Und wir haben das eigentlich alles echt zu verdanken. Ihr habt uns unterstützt. So geil. Vielen, vielen, vielen Dank. Das müssen tausende Mails gewesen sein. Ja, unglaublich. Ja. Also es ist echt sehr geil. Mit dieser freudigen Nachricht können wir nur mal sagen, wir hoffen, dass ihr heute alle Eier gefunden habt. Ja. Jeden Hasen. Und hast du schon Eier bettet? Ja, zweimal verloren. Mmh. Wo ist schon seine da heute? Ja! Das war's, Leute. Vielen, vielen Dank. Wir hören, sehen und lesen uns!